Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Resident Evil 7. Wir haben die Magnum gekriegt, die 44er Magnum. Ist auf jeden Fall eine neue Variante der Waffe, so wie es aussieht. Nicht der Klassiker, leider. Aber wir haben nur 4 Schuss. Das, ja. Ich hoffe, wir kriegen unterwegs mehr. Und ich muss jetzt wohl, oder? Übel. Da irgendwie hinter. Oh. Wow. Brennzeug. Was mir nicht viel bringt, weil... Ist zwar viel. Ich hau's mal weg. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Der Flammenwerfer ist gut. Aber wir haben 500 Kugeln für das Sturmgewehr. Da wäre ich doch ein bisschen dämlich, wenn ich das jetzt nicht benutzen würde. Moment. Hier ist eine Leiter drin. Ich muss da irgendwie runter doch. Was soll ich hier hinten? Ist ja nur Sumpf. Ach so, ich komme hier ja gar nicht rein. Ach nee, ich bin hier gekommen. Da bin ich von unten her hoch. Ach so. Ich dachte, hier unten wird es weitergehen zum Labor, aber das ist noch gar nicht hier. Ich habe Platz. Ich hau jetzt aber direkt mal ein Psychotonikum rein. Magnum-Munition hat sich jetzt schon gelohnt. Starke flüssige Chemikalie. Hallo. Oh, 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 oh. Mach mal ein bisschen Action hier. Alter. Ja, die Magnum ist eine Waffe mit Durchschlag. Das Sturmgewehr macht auf jeden Fall mehr Schaden als der Flammenwerfer. So viel ist klar. Was ist denn hier? Ach so. Au. Ja, das Sturmgewehr war die richtige Entscheidung. So viel ist sicher. Schade, dass die nicht Loot droppen. Einsammeln, solange ich noch kann. Starke, flüssige... Ach so. Ich habe die Pistolenmunition noch drin, die ich nicht brauche. Stimmt, ich habe ja keine Pistole drin. Das ist ja schön. Und jetzt? Soll ich 30 Pistolenkugeln weglegen? Das kann ich doch nicht tun. Ich merke mir den Spot hier. Der Effekt ist eh abgelaufen vom Psychotonikum. Ich gehe nochmal zurück. Ich lege die Kugeln weg und direkt auch mal ein paar Chemikalien. Okay. So, die kommen weg. Die brauche ich nicht. Dann starke Chemikalien haue ich auch mal raus.
Die normalen lasse ich drin für eventuelle Heiltränke. Oder alles, was ich kombinieren kann. Was eigentlich nichts ist, weil ich kann weder Maschinengewehrmunition herstellen, noch Flintenmunition, noch Magnummunition. Ich hau eins auch raus. Eins behalte ich für Sicherheitszustände. Okay. Jetzt kann ich immerhin einsammeln. Nehmen wir an, das ist hier ein Fahrstuhl nach unten. Zu einem gewissen Geheimlabor. Sehr gut, Flintenkugeln. Und hier hinten ist auch noch eine Kiste. Ich habe das Messer dabei, aber ich glaube, ich hätte es auch einfach weglassen sollen. Weil eine Kugel kann ich jetzt noch verkraften. Und dann ab nach unten. Mit ein bisschen Glück ist es hier nicht so voller Monster. Weil es ist doch ein bisschen tief unter der Erde und hier ist keinerlei... Ach, ich liebe die Schrot. 40 Kugeln mit der Waffe. Magnum hat mehr Schaden, muss ich zugeben. Lassen wir es einfach sein. Können wir einen Gegner durchlocken? Schade, ich habe gehofft, ich treffe beide. Oh, bis jetzt kommen wir gut durch. Sagte er und lief in die Falle. Toll. Es sind noch ein paar davon, ne? Gut durch. So manchmal. Ich kann mir auch direkt so ein Wässerchen rüberkippen. Gut, lassen wir es so. Lass mal die Schrot ausgerüstet. Was wurde hier unten gebaut? Das ist eine riesige Anlage hier. Ein Belüftungssystem oder was das hier sein könnte? Ach, das ist das Salzbergwerk. Geradeaus soll es nicht weitergehen, ne? Das sind Bomben. Sehr gut. Und dann ist hier rechts ist auch eine Sackgasse. Aber es gibt Munition für Magnum. Sehr gut. Also jede Magnumkugel ist einfach ein Traum. Ja. Ja, könnte es schon sein, dass sogar der Revolver gleich viel Schaden macht wie die Schrot. Weil den habe ich jetzt gerade auch geone-shottet. Und ich dachte, ich brauche immer zwei Schüsse für die.
Okay, ich glaube, der Revolver macht mir Schaden. Wie kannst du noch leben? So, das bisschen muss ich jetzt nicht eine Kugel verschwenden. Erstmal alles nachladen. Okay. Wieder ausgerüstet. Es geht entweder nach oben oder nach unten. Aber hier ist dicht. Da komme ich nicht weiter. Vielleicht irgendwie mit einer Bombe, aber ich will es jetzt nicht testen. Ah, aber ich ahne mit was. Denn hier ist dicht. Aber dieser schwer beladene Karren hier ist natürlich, steht hier als Dekoration rum. Ja, ein bisschen krank immer noch. Ach ja, der Weg ist frei. Der Karren ist instant verschwunden. Der hat nonstop, ist er weiter gerast. Ne, hier ist er, okay. Okay, wir haben einen Speicherpunkt. Wir haben einen Speicherpunkt und verschiedene Ebenen. Ich hau mir das Psychotronikum jetzt rein. Was ist das hier? Die lasse ich einfach liegen aus Protest. Flintenkugeln, sehr gut. Ich lasse die Granate wirklich liegen. Ich habe noch überlegt, ob ich sie doch holen soll. Aber... ein paar Schritte zurück. Alter, das war eine Falle, ne? Die Dreck... ist Lucas hier unten? Der Bruder? Und jetzt sind wir wo gelandet? Oh, Steroide. Geil. Direkt wieder in den Arm spritzen. Erstmal Kraut, Kraut. Laptop schaue ich nachher an. Erstmal haue ich mir die Steroide rein. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich als mit mir die Steroide reingezogen hätte. Die aus dem Lager. Ah, geht gar nicht. Das Lager war bei mir getrennt. Ich hatte nicht die Sachen, die Ethan hatte. Gesendet. Freitag, 16. Januar 2015. 0 Uhr 42. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind... Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus. Sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind immer noch nicht voll drauf. Was? Voll drauf? Okay. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert wurde? Habt, sorry. Ist ein bisschen krank. Freitag, 4. November. Das ist kurz Freitag, 16. Das ist sehr weit später. Mia, das Miststück, ist immer noch irgendwo zwischen Evie, Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden. Also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Ja, Biowaffe. Das hat schon alles erklärt, oder? Evelyns Familienfixierung nimmt langsam Überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen. Ja, stimmt. Und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet.
aber ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinekram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Ivy krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Ja, kann ich mir vorstellen, was hier unten in der Mine gemacht wurde. Aber auf jeden Fall keine Minenarbeit. Huch. Da ist irgendwas ganz tief unten. Da komme ich nicht mal ran. Infection Report. Kann ich nicht lesen? Schade. Was zur Hölle? Das ist die D-Serie. Ah, hier ist das auch Original, also eine Kopie. E-Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie Biowaffe basieren. Nur für die Beseitigung von E-Serie-Objekte zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von der E-Serie-Zellen in den Nekrotoxin-Behälter. Lass mich raten. Das ist das kleine Fläschchen. Das ist die E-Serie, weil Evelyn... Oh, nee. Dann einmal kurz noch einen komischen Körper pumpen. Und wir kriegen E-Nekrotoxin. Das wird interessant. Dosierungstest, okay. 5 Minuten nach der Dosierung erbrechen. 12 Minuten Kalzifikation der Zellen. 10 Minuten Dosis. Achso, erst tot, dann hier Zersetzung oder keine Ahnung, was das für ein Wort sein soll. Ach, ist doch klar, dass das alles wieder von Menschenhand gemacht wurde. Ist halt, ne? Resident Evil. Kann ich da hinten auch lesen? Nee. Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen der NextBus-Initiative, Next Generation Experiment Battlefield Superiority, der Firma initiiert. Um unterstützt durch technische Hilfe des HCF eine Biowaffe zu entwickeln, die feindliche Kämpfer mit minimalem Direktkontakt im großen Stil neutralisiert. Die NextBus-Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet. Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit, feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen, gegnerische Elementen zu willigen Dienern. Da dies die Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch für den eigentlichen Kampf praktisch auf Null reduziert, ist es ein Wunder, dass und selbst die Organisation von sich darauf stürzen. Umbrella vielleicht? Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von, ja, in Dingens, Bananen in Äpfeln gewesen. Heute erstaunlich fortgeschrittenen Vicirayans Evolution Fungus, den wir gewöhnlich als Mutamycet bezeichnen, Alter, die Wörter hier. Die Herstellungsmethode jeder der Biowaffen sah vor, das Mutamycet-Genom einer menschlichen Embryo vor dem vierzelligen Stadium zu führen und dieser dann einen Zeitraum von 48 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung kultivieren. Also haben sie eigentlich einen Pilz mit einem Menschenembryo gekreuzt? Also kreuzen ist, ihr wisst, was ich meine. Die daraus resultierenden Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert. Von der fehlerhaften A- bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie. Ja, jetzt wissen wir, was die Seriennummern hier auf sich haben. Als äußere Erscheinung wurde einheitlich
die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt, um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulationen zu gewährleisten. Das erste Exemplar der E-Serie, genannt Evelyn, erwies sich als fähige Mutamycet, was auch immer, Banane, nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuscheiden. Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Mutamycet, wenn es einem Wirtorganismus zugefügt wird, diesem eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingt. Wir müssen noch viel mehr über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält. Aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger den Autoinduktionspheromon ähnelt, die Bakterien eine Art Pseudomonas für Quorum Sensing benutzen. Alter, ja, oh, verstehe ich, passt. Bin ja Chemiker. Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist. Fast sofort nach der Infektion sieht der Wirt Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist, und hört sogar ihre Stimme, die von niemand sonst wahrgenommen wird. Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigten, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt, das manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt. Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstümmelungen und Angriffe auf andere Menschen. Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilft, die natürliche Barriere des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche auszulösen. Und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich die Mutamycet-Infektion durch den Körper des durch die Zellen des Körpers ausgebreitet, sodass der Körper zum Fruchtsaft wird. Oh, toll. Das wird ja ganz hervorragend. Speicherraum. Ich nehme die jetzt mit. Ich meine, können die direkt abgeben. Nervengiftgranaten. Wir kriegen eine Menge Granaten. Werde die trotzdem nicht benutzen. Ansonsten kann ich noch... So, ein Kraut haue ich auf jeden Fall weg. Den Rest... müsste eigentlich reichen. Ich habe noch genug Munition für ziemlich alles. Ich hau mir noch das Psychotonikum hier rein. Dann haben wir immerhin alle benutzt. Sonst haben wir ja gar nichts, oder? Und Spaltmittel, Chemikalie. Komm. Allenfalls für einen weiteren Trank. Kann man benutzen. So, einmal abspeichern. Jetzt wird es langsam interessant, ne? Ich habe so das Gefühl, langsam wird es ernst. Deswegen, ich mache jetzt hier nochmal einen Cut und vielleicht ist der nächste Part ja schon das Finale. Das ist sehr gut möglich. Ich weiß nur nicht, ja, es muss fast irgendwie, es kann nicht mehr viel kommen. Daher würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.